So, da wäre er wieder. Und wir sind nicht im All. Wir sind nicht auf Duna, nicht mal ansatzweise. Also ich habe das noch eine ganze Weile gemacht mit dem immer im Kreis rumfliegen und Kurs korrigieren und was weiß ich. Aber ich habe das nicht ordentlich hinbekommen. Das Beste, was ich hinbekommen hatte, ist, dass wir einen Kontakt hatten mit Duna, also kurzfristig aufgefangen wurden. Aber da waren wir viel zu weit unten. Und Duna ist quasi über uns lang geflogen. Und da hätten wir niemals im Leben den Kurs so korrigieren können, dass wir nach oben fliegen, schnell genug, und dann noch eingefangen bleiben. Also mit dem Ding klappt das einfach nicht. Es war trotzdem schön, damit rumzuspielen, vor allem so ein Riesenbiest überhaupt erstmal ins All zu bekommen. Das war gut, aber jetzt versuchen wir mal ein bisschen effizienteres Design hinzubekommen. Das heißt, wir machen das Ganze mit einer Ein-Mann-Fähre, machen dann die Länder oben kleiner und dann dementsprechend auch die Rakete kleiner. Also die untere Stage wird wahrscheinlich immer noch ein orangener Tank sein, aber das Ganze darüber halt leichter, dass wir schneller nach oben kommen. Oder gucken wir einfach mal. Also, wir brauchen einen Command Pod. Der muss ganz weit nach oben. Hey, wir haben hier eine Höhenbeschränkung. Da habe ich mir irgendwie vorher nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, aber ja. Ich weiß zwar nicht, wie sie das durch das Tor bekommen, wenn wir es hier hoch machen, aber das kriegen die Körbel schon irgendwie hin. Also ja, wir haben einen kleinen Command Pod mit nur einem Körbonauten. Das Ding braucht wie immer einen Fallschirm. Ja, nee. Ich brauche oben den Klampotron. Klampotron Junior. Der mal wieder nicht ordentlich sie daran heftet. Das finde ich jedes Mal irritierend. Dass genau die Dinge einfach nicht mal so klick machen und dran sind. Also sie funktionieren, das haben wir schon getestet, aber es sieht halt nicht stabil aus, wenn es nicht klick macht. Keine Ahnung. Guti. Also. Lander Stage. Das ganze Ding ist erstmal jetzt Duna Lander 2.0. Speichern. Also, wir müssen mit den kleineren Tanks arbeiten. Dieses mit den 3-4 Tanks drumherum sah nicht schlecht aus, vor allem für die Stabilität. Nur halt jetzt mit den... Das ist schon zu groß, ne? Ne, wir müssen landen, also abbremsen und wir müssen wieder hochkommen. Ich probiere mal ganz kurz aus. Wir machen jetzt mal 3 Tanks. Dem Waben-Connect-Dingens. So. Und jetzt hätte ich gerne Landing-Struts. Und dann will ich gucken, ob... Ach doch, ja. Die sehen definitiv groß genug aus, die Landing-Struts für die Tanks. Ja, doch. Könnte was werden. So. Ja, aber hallo. Das probieren wir gleich mal aus. Also ich hatte mir Sorgen gemacht, dass es dann zu hoch ist und das ganze Ding einfach umkippt. Aber die sehen ziemlich massiv aus. Die Dinger hier abkoppelbar. Das wurde auch schon zweimal in den Kommentaren erwähnt. Dass wir das doch machen sollten, um nachher von Duna einfacher wegzukommen. Das heißt, wir nehmen nicht die... Radial Decoupler 0,025, 0,4... 0,025. Das müssten dann hier die hier sein, ne? Es gab noch andere. Aber das waren immer diese Runden. Ja, okay. Also du. Daran. So müsste richtig sein. Ja, ja, sieht schick aus. Antriebe ist das nächste Ding. Und hier drauf die Fallschirme. Aber erstmal Antriebe. Es sollen nicht die großen sein. Es sollen nicht die kleinen sein, sondern die kleinen wahrscheinlich. Wobei wir dann richtig vorsichtig mit dem Schub sein müssen. Wir werden wahrscheinlich nur 5% Schub brauchen oder so zum Abheben. Und was glitscht da durch oder gehört das dahin? Die Knubbel da. Was gehört dahin? Okay. Noch ein dahin. Habt ihr Vector Thrust? Thrust Vectoring Enabled 0,5. Ist nicht viel. Was wenigstens ein bisschen was. Okay, okay, okay. Lampen brauchen wir auch noch. Solarzellen brauchen wir auch noch. Und die Fallschirme, bevor ich sie vergesse. Das wäre nicht so schön. Also die da. Flop. 3 Stück.
Und es sieht fast so aus, als könnten wir da oben noch Solarzellen draufpappen. Ja. Das könnte passen. Aber könnte will ich nicht unbedingt haben, wenn es die Fallschirme betrifft. Die sollen auf jeden Fall rauskommen und auch wieder eingezogen werden können, ohne dass es irgendwas abreißt. So, 3 Photovoltaik-Panels. Ich hoffe mal, das reicht. Und die Kerbals kriegen keine Leiter, die können da ranspringen. Das schaffen die schon. Das sind Astronauten, harte Jungs und so. Also, lieber ein bisschen weiter oben, nicht, dass sie da unten mit in Kontakt kommen. Ja, schaut gut aus. Und für die Stabilität einfach nochmal ein paar Stahlseile. So, so. Jo. Und die äußeren Tanks sollten den inneren befüllen. Sonst macht das Ding mit dem Abkapseln gar keinen Sinn, ne? Also, Propulsion. Du. Da hinten. Hast doch überall gemacht. Ja, sehr schön. Das sieht echt nicht schlecht aus für einen Lander. Ich habe bestimmt mal wieder was vergessen, aber dafür haben wir die lustigen Tests, wie den hier. Newbie Kerman schreit wie wild. Ja, okay. Also Schritt 1, Licht an. Schritt, wockel, wockel, wockel. Schritt 3, gucken, wie viel Abstand wir von... Oh, sehr schön. Wie viel Abstand wir vom Triebwerk zum Boden haben. Aber es sieht richtig gut aus. Okay, SAS mal an. Testweise Schub auf 33. Duna hat ein Drittel der Kerbin-Anziehungskraft. Also wenn wir jetzt 33% Schub geben... Nee, warte mal. Wir müssten jetzt 300% Schub geben, um zu simulieren, wie 100% Schub auf Dingens wäre. Also wenn wir jetzt hier 100% Schub geben, dann müssen wir uns vorstellen, dass es noch 3-mal stärkerer Schub wäre auf Duna. Das heißt, wenn wir jetzt nicht abheben, ist es immer noch vollkommen okay. Weil wir halt drüben abheben könnten. Aber gucken wir mal. 100%? Macht das überhaupt gerade Sinn, was ich sage? Kurz nachdenken. Ja, macht es. 3, 2, 1. Staging. Sollten wir nochmal überarbeiten. Aber wir heben ab und das ist das Wichtigste. Wir wackeln zwar wie... noch irgendwas, aber wir... Oh, 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 oh. Aber wir heben ab. Sieht nicht schön aus. Sieht nicht schön aus. Machen wir mal aus. Müssen ja eigentlich einigermaßen sanft landen, dank der Fallschirme. Das war ein richtig schöner erster Test, finde ich. So, und wie können wir die Dinger jetzt wieder einklappen? Oh, rot heißt wohl kaputt, ha? Huh? Ja. Oh, 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 nee, nicht Schub geben. Ich wollte eigentlich Shift benutzen zum Ranzoomen. Also wenn die Dinger rot sind, wenn wir bei Duna landen, dann können wir mit dem Ding nicht mehr ordentlich auf Kerbin landen. Das wäre ärgerlich. Also wir könnten immer noch im Triebwerk landen, aber das ist, glaube ich, utopisch, dass wir dann noch genug Treibstoff über haben. Aber ja, das klappt schon mal. Sehr schön. Abstand vom Boden ist auch sehr schön. Strom ist ein Problem, aber wir haben es ja auch gerade Nacht. Das ist vollkommen okay. Batterien eventuell noch. Also vielleicht da, da und da hinten noch so ein Batteriedingens ran. Damit, falls wir mal auf der Schattenseite sind, dass es nicht allzu schnell leer geht. Obwohl ohne Licht verbrauchen wir auch fast nichts. Um nicht zu sagen, gar nichts. Aber trotzdem, sicher, sicher. Ein bisschen Backup ist immer gut. Nochmal ganz kurz das Staging probieren. Also wir fliegen jetzt einfach hoch. Ich versuche das Ding gerade zu halten. Noch eine Sache, die mir gerade auffällt, wenn wir die 3 hier abspringen, haben wir keine Fallschirme mehr an den mittleren Dingen. Das sollten wir auch nochmal überarbeiten. Das heißt, die 3 brauchen wir nur, um auf Luna zu landen. Den da oben könnten wir wirklich durch einen Fallschirm ersetzen. Dass wir so eine mächtige Rakete bauen, dass sie hin und zurück kommt, ohne zwischenzeitlich betankt zu werden. Was ganz schön krass klingt, aber vielleicht kriegen wir es hier hin. Schön wäre es auf jeden Fall. So, weg, 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 weg. Ja, soweit so gut.
Das Ding ist jetzt auch gleich wesentlich besser zu kontrollieren. Und Treibstoff sieht super aus. Ja, sauber. Schöne Spiralenmuster. Die armen Leute unten beim KSP werden abgeschossen von runterfallenden Raketen. Aber alles gut. Jo, also, das Ding da oben ersetzen durch den Fallschirm. Das Staging ordentlich hinbekommen. Und dann gucken wir mal weiter. In-Flight, Assembly Building. So, also Staging. Die alle nach da. Eine neue Stage. Ihr nach unten. Du nach oben, du nach unten. Okay, also alle vier Triebwerke starten. Die wir dann feintunen können. Die drei äußeren werden abgesprengt und die Fallschirme gehen auf. Können wir die Fallschirme eigentlich ganz rausnehmen? Ich würde das gerne alles manuell machen. Oh, ich könnte mit den Action Groups arbeiten. Action Groups. Da. Custom 10. Okay, vielleicht soll ich mich das nächste Mal, wenn ich mich in eine Sache damit arbeiten will, vorher reinlesen. Hm? Ja, nee, das muss warten. Zurück zu den Teilen. Also, wir brauchen dann noch eine Stage, wo dann der eine Fallschirm reinkommt, der hier oben jetzt gleich gebaut wird. Der da. So. Also, ihr drei nach unten. Ihr drei nach unten und du da oben. Also, alle starten, die werden weggesprengt. Also, momentan von Duna aus. Alle drei sind noch an, dann werden die drei weggesprengt. Die brauchen wir vorher. Ja, die brauchen wir vorher. Das heißt, ihr drei müsst dahin und ihr drei müsst nach oben. Nicht da nach oben, verdammt. Dahin. Also, Antrieb ist an. Wir bremsen ab Richtung Duna. Wir machen die Fallschirme an. Wir landen auf Duna. Wir machen Freudentänzchen auf Duna, wir steigen wieder ein. Vorher sind wir natürlich ausgestiegen. Dann starten wir. Dann sind die Tanks irgendwann leer. Wir schmeißen sie weg. Dann kommen wir bei Kerbin an, bremsen ab, machen Fallschirm an, landen, machen Freudentänzchen auf Kerbin. Ja, das klingt soweit gut. Was hatten wir noch? Licht war soweit okay. Batterien wollten wir noch dazu packen. Können ruhig die ganz kleinen sein, die 0,005 wiegen. XX. Passt das so? Die sind ein bisschen zu nah dran an dem. Ja, nee. Die sind zu nah an denen da dran. Machen wir die mal da hinten. Jo, sieht gleich viel besser aus. Sehr schön. Das mit dem Wackeln stört mich noch. Also das Ding hat ja tierisch hin und her geschlackert. Kontrolle. Advanced SAS oder SAS? SAS. Wiegt 0,07. So. Duna Länder 2.1. Speichern. Und ganz kurz testen, ob das jetzt mit dem SAS wirklich so klappt, wie ich mir das denke. Es wurde mir zwar in den Kommentaren schon recht häufig gesagt, also allgemein kriege ich sehr viele sehr nützliche Hinweise in den Kommentaren, aber recht viel davon blende ich auch aus, weil ich halt das meiste noch selber lernen möchte. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welches SAS was macht, also das SAS oder das Advanced SAS. Deswegen machen wir Licht an, euch raus, Ressourcen an. Wir fliegen jetzt einfach gerade hoch und gucken, ob das SAS es diesmal schafft, um stabil zu halten. Wenn nicht, wird das da ausgetauscht durch ein Advanced SAS. Das sieht bombensicher aus. Ja, sehr schön. Das tut seinen Dienst. Das sieht auch lustig aus. Das würde ich gerne von der Seite sehen. Das sieht aus wie ein grinsendes Gesicht. Ja, so halb. Und mitten in ein Gebäude rein.
Okay, weiterbauen.